Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Elex. So, in der letzten Folge haben wir Kaya verloren und die holen wir jetzt wieder. Glaube ich. Hoffe ich. Schauen wir mal. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Kaya? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Oha, was genau soll das heißen? Ist ja schnell. Ja, Kollektivs. Oh. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Alexator. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letzter Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Alexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Alexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Alexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Oha. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Kann es sein, dass es das ist, was ich schon mal angesprochen habe vor ein paar Folgen? Nämlich dieses komische Aufflashen wie beim Flashback, aber wo nichts passiert und wo kein Flashback kommt. Hatten wir auch, ne, ich glaube in der letzten Folge bei Thorald einmal. Kann es sein, dass es das ist? Interessant. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Genau das meinte ich doch gerade.
Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Oha. Du bist mein Bruder auch, wenn es eine Lüge ist, haben wir doch eine ganze Zeit gemacht. Hält jetzt nie irgendwas stimmt nicht mit dem Reden, das ist so offensichtlich, dass selbst du eigentlich kälte wird so niedrig leider. Gibt es nichts mehr, das nicht verbindet? Ach, keine Ahnung. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Du gehörst mir. So wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt, wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Eine Schatulle. Ja, kann es sein, dass diese Schatulle... Wir haben so viel da. Könnte wertvoll sein, kann ich aber auch nicht. Okay. Gut. Speicher mal. Unser Bruder ist tot. Das ist traurig. So. Ach, bevor ich da weiter gucke, gehe ich erstmal pennen. Habe ich mir gerade verdient. So, ja, guten Morgen. Oh. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zadoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Zadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Sie verehrt mich. Oha. Gruselig. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt Kai einfach mit. Ich find's lustig, dass sie halt einfach da lag. So. Und wir uns erstmal ins Bett gelegt haben, einfach. Ja. Ja, Kaya, willst du meinen Bruder kennenlernen? Sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber das war er mal. Gut, dann haben wir das jetzt geregelt. Wir haben Kaya gerettet und die Dings gemacht. Durch die Eiswüste. Gehen wir mal wieder zurück zum Lager. Ich glaube, das ist eine schöne Entscheidung. So, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich war auch gespannt, wer der Verräter ist. Weiß es nämlich nicht mehr. So. Ja. Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen.
Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Oha. Kälte wird entsprechend. Du tust, was ich dir sage. Der Gleiter ist die einzige Chance, feinen Menschen von der bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Nimm mir deinen Preis. Kälte wird sinnlich. Was muss ich tun, damit du mir Gleiter überlässt, wenn es soweit ist? Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Und noch was. Tun wir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alp-Commander in Xarkor kümmern. Ich muss noch klären, was die Separatisten tun werden, wenn wir in Xarkor einmarschieren. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen. Und heute verbitterte Feinde. Ja, nicht mehr. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Shot öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Shot. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Interessant. Eigentlich ganz nett hier. Interessant. Ist das jetzt eine Quest? Der letzte Flug? Was bedeutet das? Dann machen wir das doch, oder? Dann machen wir das doch. Wenn wir schon mal hier sind und die Mission vor allem auch gerade aktiviert haben. Ich bin froh, dass wir nicht direkt wieder von endlosen Massen angegriffen werden, wie das letzte Mal. Das war ein Erlebnis. So. Achso, hier stinkt's. Das ist gemein, aber
Das war keine Beleidigung. Ich werde hier auf dich warten. Weißt du was, ich versuch's auch. Ich werde hier auf dich warten. So, lalala. Bin immer noch im Stinkegebiet. Ich habe jetzt extra mal nicht nach oben geguckt, wo die herkommen. So, komm. Einmal so, einmal so. D-A-C-D. Bin echt gespannt, was es damit auf sich hat. Warum kann es sein, dass das dann irgendwie so eine Firma ist, die... Egal. Ja, das ist kein... Egal, wir sind fast da. Ich wollte sagen, das ist kein verlässlicher Weg, den ich hier gerade nehme. Aber es funktioniert ja. Da gibt es noch einen Nachtschatten. Den gönne ich mir jetzt aber mal nicht, oder? Oder? Gönne ich mir den? Nee, komm. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Halt doch einfach mal deine Klappe. Ich hätte dich mehr zerdommen lassen sollen. So. Und weg. Gut, natürlich müssen wir wieder nach unten. Natürlich war ich hier schon einmal. DACD. Wir hatten unten auf jeden Fall... Was hatten wir denn da? Ich glaube, wir hatten... ziemlich den Weg gerade nicht. Wir hätten das mit dem Professor, glaube ich, oder? Da hatten wir auch Tagebucheinträge. Da war auch unten direkt bei der Abschuss. Immer dieses Unterbrechen, wenn gleich ein Kampf kommt. Bei dem Abschussdingsens war doch auch so ein Bild von dem Professor, oder nicht? Ich finde gerade nicht den richtigen Weg, deswegen. Er ist auch gerade ungünstig, ja, Tim. Hier. Y. Nochmal auf 5. So, so sehen wir zumindest ein bisschen was. Hi. Drei Schläge für den Schleimdrakon. Das ist schön. So. Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach, doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Oh. Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch. Unsterblich. Unerreichbar. Übermächtig. Die Krone der Evolution.
Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Finde ich schön, dass er vor dieser Kapsel stand. Und plötzlich alles weiß. So ohne irgendwie zu spekulieren oder so. Er wusste einfach alles. Aber es ist genau das, was ich dachte. Und zwar... Unser reines Elix nehme ich gerne mit. Das heißt, nee, da war er nicht drin. Aber wenn es eine Rettungskapsel war. Oh. Wer hätte es gedacht? Dr. Adam James Dawkins. Tja, okay. Da hätten wir zumindest die Herkunft und das Geheimnis des Hybriden erfahren. Und ich muss halt sagen, ich finde diese Sachen alle mega geil. So, erst am Anfang, so, ich meine, wie die Story sich entwickelt, das meine ich. Und diese Dinge, die man erfährt, so nach und nach, dieses, dass der Hybrid uns auch überwacht, so nach dem Motto mit dem Chip und so, und diese Flashbacks oder was auch immer, dass sie von ihm kommen. Oder beziehungsweise Flashbacks jetzt nicht unbedingt, aber halt dieses Aufflackern. Und dann jetzt das hier. Ich mag das. Ich mag das. Das ist echt richtig gut gemacht. Gut. Gehen wir zu den Separatisten. Wir wissen ja jetzt, wer der Hybrid ist. Das ist... Wir haben so viel Information jetzt einfach in dieser Folge. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. So, zum einen hatten wir das mit Kallax. Und jetzt auch mit dem Hybriden. Und da sind... Tanten. Ich meine, die Ratte ist ja okay. Aber der Patron ist irgendwie ungewohnt. Aua. Gefährliche Gegend. Ja. Der Patron hätte mich gerade auch fast kaputt gemacht. Gemein. Oh. Ja, das wollte ich genau. So. Der Dings ist weg. Muss ich mit Zesta reden. Warum ist Daddy weg? Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Oh Gott. Auf der Seite Menschen, die Alps müssen überleben. Ja, komm. Die Alps müssen überleben. Und so wie es momentan aussieht, ist unser Volk am Rande der Zerstörung, wenn wir nicht eingreifen. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Nein, was eine Möglichkeit gibt es nicht. Ja, komm. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Sehr gut. Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist aber etwas, was ich eigentlich gar nicht lesen will. Gut, dann haben wir das schon mal.
Da muss ich das noch machen. Die neue Steuerdüse, das würde ich gerne machen. Das ist relativ einfach. Das andere mit den Alt-Commandern wird ein bisschen schwieriger, glaube ich. So. Kommen Sie her, einsame Kampfmaschine. Ich habe gerade ganz kurz darauf gewartet, dass Blutungsschaden es zu Ende bringt. Aber es war nicht genug. Naja, gut. Oha. Das gefällt mir gar nicht. Das. Hehe. Ja. Ich glaube, ich weiß, was hier gerade am Happening ist. Und zwar genau das. Ja. Yep. Gut, dann machen wir doch das zuerst. Oh, Kacke, ey. Deswegen war auch der die Kampfmaschine da. Okay, hier ist kein Kampfkoloss. Es wird. Aua. So. Weil es sind noch zwei Alps drin, mindestens. Die nehme ich auch noch mal mit. Das ist auch ein Commander. Okay. Scheiß Flammenwerfer. Toller Commander, der fast von Kaya einfach komplett alleine umgebracht wird. Ja. Toll. Den schnapp ich mir. Also manchmal mit der Ausdauer ist das teilweise echt mega frustrierend, wie lange die wegbleibt. Aber naja. So, der erste Alt-Commander ist dann schon mal weg. Mir wird ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass es bald überall so aussehen könnte. Na. Mach dir da mal keinen Kopf. Das kriegen wir so hin. Ich würde eigentlich gerne Nasty mitnehmen. Nasty. Aber ich möchte das mit der Nebenquest von Kaya halt, wie gesagt, haben. So. 5 ist richtig. Ah, okay. Dann 4. Ne, 4 ist nicht richtig. Das heißt 8. 7, 4. Geht doch. Da war jetzt auch noch Abfall drin, ne? So, dann haben wir das. Da ist noch so ein Ding. Ich hoffe, die Dinger reichen. Bleib hinter mir! So. Das haben wir dann auch. Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir den hier halt auch mit. Oder? Erstmal da lang. Hier können wir uns später nochmal zurück teleportieren. Dann können wir den Commander mitnehmen. So, die eine Handgranate war gerade sinnlos. Die letzte. Egal. Es war auch schön, dass die Viecher auch gegen die Kampfkolosse kämpfen. So. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, ich würde mich auch gerne beeilen. Achtung! Attacke! Okay.
Okay, okay, okay. Schön, dass er den nicht anvisiert, aber hat ja auch so geklappt. Okay. Die Kampfmaschine, Schneeklaue. Da war ein Commander. Okay. Puh. Das hat noch recht gut geklappt. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen soll. Einfach zu viel passiert. Wir wissen, was... Ah, das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Oh, Kleid der Steuerdrüse. Cool. Haben wir das Ding auch bekommen? Wir haben unseren Bruder getötet. Wir haben erfahren... Also wir haben das Geheimnis des Hybriden erfahren. Was auch sehr wichtig ist. Und wir haben jetzt fast alle Alp-Commander nochmal ein bisschen, beziehungsweise zum Ende der Folge werden wir alle Alp-Commander ein bisschen. Ja. Komm mal her. Schläuch. Ja, ist doch toll, Schläuche aus einem toten Körper zu ziehen. So. Hier gibt es zwar all möglichen Kram. Oh. Okay, das ja. Halb-Commander hier mit solchen komischen Mutanten irgendwie. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gedacht. Also ich meine, oh Gott, diese Kamera. Ich meine, Saddam hatte auch mit Mutanten und so, aber ein Kartenstück. Weil. Bilder noch 9 oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals vollzählig hatte oder nicht. Ich denke mal nicht. So. Mal Zigarettenstangen und dies und das. Ist über so viel Kleinkram. Ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock, den ganzen Kleinkram einzusammeln. Das geht dann auch noch runter. Gierdachs Forschungsberichte. Forschungsnotizen. Ein Zepter. Ja. Finde ich schön, dass ein Zepter ist. Gut, einmal hacken. Oh. Gut, dann. Nummer 5. 4. 7, 1, 1, 2, 1, 7, 8, 1, 2. Oh, 1. Nicht? 5, 7, 8. Ach, 4. Okay. Geht doch. 2 Wasserflaschen, 3 Wasserflaschen. Mal gucken, wow. Hat sich ja richtig gelungen. Was ist das denn? Ein Foto, cool. So. Es geht noch weiter runter. Schon mal, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, okay, gut. Hat mich überredet. Erstes Versuchsobjekt. Beginn von der absoluten Grundlage. Mensch, kein starker Wille, guter körperlicher Verfassung. Genaue Dosen Elex verabreicht. Nach einigen Wochen vollständige Mutation. Grundsätzliche maschinelle Modifikation vorgenommen. In wenigen Wochen kann ich mit dem Versuchsobjekt beginnen. Ja, okay. 4. Dann haben wir 3. Fehlt noch 2 auf jeden gut. Fall. Gar nicht gut. Guck mal, der hatte Elex im Maul. Da liegt Mana. Danke.
Da sind zwei, das ist toll. Okay. Ah, sowas ist halt immer krank, aber halt ekelhaft krank. Das ist halt geil. Was halt auch nur ein Spiel ist. So, dann haben wir die ganzen Forschungsdinger. Versuchsobjekt bereit zum Testen. Heute Maschine angesetzt. So viel Elex entzogen, dass Versuchsobjekt noch lebt. Einfaches Konditionierungstraining mit Elex-Belohnung begonnen. Versuchsobjekt spricht sehr gut darauf an. Regelmäßiger Elex-Entzug macht Abhängigkeit stärker. Mehr Versuchsobjekte in Vorbereitung. Versuchsobjekt 7 ist tot. Maschineller Elex-Entzug hat den Körper irreparabel beschädigt. Versuchsobjekt 8 für neue Testreihe. Konditionierung auf Elex erweitert. Lasse Versuchsobjekt nach einfach verstecktem Elex suchen. 63%ige Erfolgsquote. Verstärkung der Sinne durch Maschinenteile. Kompletter Rückschlag. Alle neuen Mutanten sind verendet. Führe weitere Tests an ihnen durch. Bis jetzt nicht herausgefunden, woran sie starben. Vermute, dass maschinelle Verbesserungen zu weit ins Nervensystem angreifen. Beginne neue Forschungsreihe, fordere neue Versuchsobjekte an. Ist halt die Frage, ob das seine Versuchsobjekte zum Schluss waren. Wenn ja, dann uff. Aber ich glaube schon, ne? Oh Mann, ey. Ja. Ich habe wieder den Fehler gemacht und was auf die 5 gelegt. Na egal. So wisst ihr dann, wenn ich einfach aus dem Nichts ohne Grund irgendwie eine Fackel ziehe, dass ich gerade husten muss oder so. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Verdammt. Ach da. Gut. Ich hatte schon fast Panik bekommen. Ach, das mit dem Licht, ey. Gut, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen kleinen Kram hier einzusammeln. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Oh, es sind noch so viele Generäle über. Das ist schon fast. Ja, das ist noch so ein Ding. Ja, da ist einer. Gut, dann kann ich da hin. Attacke! Aua. Hinter mir! Verblute doch! Schade. Er ist fast verblutet, okay. Ich fällt gerade ein, ich habe eigentlich noch gar nicht die Vollstreckerhose, ne? Nur noch die schlechte Hose oder so an. Ja, ich muss hier hin. Wir sind zwar Gegner, aber ich weiß gerade nicht, was für Gegner, deswegen ignoriere ich die einfach mal. Was? Keine Ahnung, was Kaya macht, aber die ist ja immer da, wo man sie nicht braucht. So. Also. Jetzt machen wir ein bisschen Sorgen um Kai. Ach, da hinten kommt sie schon. Okay. Ich höre, bringt sie auch Besuch mit. Der keinen Bock mehr hat. Ja. Uiuiuiui. Ah, fast. Nice. Vorsicht! Na warte. Hallo. Okay. Sicher war auch noch kein Commander dabei. Ich glaube, der ist in der Hütte drin, ne? Im Bunker.
Und dort hockt er in seinem Bunker. Ist ja nicht mitten in Berlin, aber... So. Kommen Sie mal her. Ich hab da eine Überraschung. Commander Ferek. Oh. Es geht los. Ja, wie ist es mit zum Planwerfer, hä? Ja. Schön, dass ich... Ich glaube, ich habe den Commander kein einziges Mal getroffen gerade. Ich glaube, das hat Kaya gerade alleine gemacht. Ah ja, cool. Ja. Dann hätten wir das auch. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Genau, ich muss in Richtung 2. So, mal so. So. Gut, dann hätten wir Alp-Commander fast fertig. Wir haben die Steuerdingsensdüse für unseren Gleiter. Es geht los. Vorsicht. Tja. Ja. Oh, gruselig. Es war gerade ein ziemlich nerviger Kampf irgendwie. So. Häscher. Häscher Eisschnabel. Ja. 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 So. Gut. Hätten wir das? Ich bin auch gerade am Überlegen, was wir questtechnisch. Steuerdüse haben wir. Das machen wir gerade. Der letzte Flug. Okay, wir sind gerade bei Folge 49. Ich habe fast das Gefühl. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen müssen. Können, sollen, was auch immer. Ob 50 vielleicht? Magische, die magische Folgenanzahl ist? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Aua. Aua. So, kommen Sie her. Kaya macht aber auch guten Schaden mittlerweile, ne? Ich weiß nicht, ob das dann mit meinem skaliert oder so. Oder mit dem Level oder was auch immer. Aber ich brauche auch noch 3 Stiege für so eine Ratte. Ist zwar nur eine Ratte, aber... Das könnte durchaus schlechter sein. Gut. Es geht los. So, okay. Wir müssen ja mittlerweile mal, dass sie aber auch so viele Gegner platzieren müssen. Kommst du denn? Find ich nicht in Ordnung. So. Die ganze Zeit am Kämpfen, dann speichern und essen und speichern und kämpfen und essen und speichern. Das mache ich gerade die ganze Zeit. So, ich glaube. Ja, guck mal hier oben lang. Damit wir nicht irgendwie zwischen beiden sind und dann irgendwie beide Trupps oder so angreifen können. Das ist ja nämlich doof. Warte mal, ich bin mittlerweile Level 36, ich bin Vollstrecker. Geschick muss auf 70, das weiß ich. Das reicht sogar. Und dann brauche ich noch ganz viel Konstitution. Ah, ob das so reicht? Ich weiß ja nicht. Outlaw. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. 4 brauchen wir hier noch. Okay.
Das können wir, das können wir. Da brauchen wir Konstitution und dafür auch. Ja, wird schon klappen irgendwie. Aua. Mach ich das ungezeifer mal hier auch weg. Gut, dass ich den scheiß Kampfkoloss gesehen habe. Ja, toll. Achso, deswegen. Okay, wir sind direkt hier. Gut. Attacke! Ich bin da! Also Flammenwerfer macht zwar Spaß, aber der macht halt einfach gar keinen Schaden. Das ist halt frustrierend irgendwie. Das wäre jetzt ein ziemlich blöder Fehler, die anzulocken, weil die jetzt alle schießen. Ja. 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 Ich kann mich halt einfach gar nicht bewegen. Das ist toll, oder? So. So. Ah ja, du schaffst das. Ich helfe dir. Ich rette dich. Irgendwie. Wow. Ja, geil. Hat sie den Alp-Commander ganz alleine gemacht. Ah ja, du bist ein Biest. So. So, natürlich sammle ich halt alles ein. Weil ich am Ende halt immer noch Geld brauche. Oder Elixit. Hm. So, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. So. Ah, das ist schön, dass es gleich direkt hier ist. Bleib hinter mir. Also ich hoffe, das ist fürs erste Mal der letzte Kampfkoloss. Ich habe keine Granaten mehr. Passt. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber, aber. So. Ja, aber. Bleib hinter mir. Okay, dann machst du das alleine. Wenn du das schon so sagst. Wie ich das einfach hasse. Brennt einfach in der Hölle. Was das? Spaßig, oder? Einfach durchgewirbelt. Geil. Und schade, dass die Alp-Commander irgendwie nicht besonderen Loot haben oder so. Die haben halt auch einfach Standardzeugs. Wie normale Alp-Soldaten dabei. Aber naja. Guck mal, da oben ist auf dem Dach irgendwas drauf. Das werden wir uns natürlich annehmen. Mana Trank. Geil. Ja, und das, was ich gebraucht habe. Geil.
Wie geht's dir? Alles gut. Vielleicht kommt's nach Story-Abschnitten oder so. Da, wo sie nach Dingsens sucht. Ich weiß doch gar nicht, ob wir... nach dem Ende, ob wir dann noch weiterspielen können oder ob es einfach endet. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Müssen wir da mal gucken. Das ist ungünstig. Dass wir noch zwei Kampfkolosse haben, das ist ungünstig für mich. Aber das kriegen wir schon hin. Das. Werfe ich halt auch noch einen daneben. Oh oh. Das ist unmöglich. Schon. Dieses scheiß Radioaktive oder was auch immer das war. Ach komm schon. Ich hab's geschafft, aber auch nur, weil die Kampfkolosse irgendwie ein Problem hatten, einfach stehen geblieben sind. Ist das geil oder ist das geil? So, dann haben wir die alle auf jeden Fall. Ah, schön platt gemacht. Das freut mich. So. Gut. Jetzt, wo wir gerade hier sind, diese beiden nehme ich halt auch nochmal mit. Wegen Kohle und so. Diese drei nehme ich nochmal mit. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, wir überziehen sowieso. Ich will... Ach nee, ach, eigentlich... Ah, wisst ihr was? Ich mach die offscreen. Und gehe dann offscreen auch nochmal ins Lager der Mitte und mach mir mal ein paar Elex-Tränke und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß. Und dann sehen wir uns dann weiter. Bis dann. Ciao.